Rund 50 Kräfte der Feuerwehr waren am Mittwochabend am Oldenburger Sandweg im Einsatz. Dort stand gegen 19 Uhr das Gebäude einer Tischlerei in Flammen. Das Feuer könnte nach ersten Erkenntnissen der Polizei in einem Werkstattraum ausgebrochen sein. Die Flammen schlugen auf ein angrenzendes Holzlager sowie weitere Gebäudeteile über und richteten großen Schaden an. Die Polizei schätzt die Höhe auf rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Holzgebäude bereits in voller Ausdehnung in Flammen. Auch drei Nachbargebäude waren gefährdet. Die dort lebenden Bewohner wurden aus den Häusern geholt und versorgt. Das Feuer war am Abend gelöscht, ein Teil der Einsatzkräfte rückte wieder ab. Die verbleibenden Feuerwehrleute begannen mit den Nachlöscharbeiten und suchten im Gebäude mit Wärmebildkameras nach Glutnestern. Der Brandort wurde für weitere Ermittlungen von der Polizei beschlagnahmt. Zur Ursache gab es auch am frühen Donnerstagmorgen noch keine Erkenntnisse.